ein in dem Punkt 6.3. Und da geht es um die Evaluation der Schulbauleitlinien. Hier haben wir erstmal einen interfraktionellen Einreicher, der uns das vorstellen kann. Frau Apel, sehe ich, geht in Position. Dann habe ich Ergänzungsanträge SPD, Dissidenten, Freie Wähler, die vorgestellt werden könnten. Und wir starten anschließend in die Fraktionsrunde. Und da wird die Fraktion Die Linke beginnen, aber da sie schon einbringen, übrigt sich das dann und wir gehen in der Folge weiter. Also bitte schön, Frau Apel, zur Einbringung. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Evaluation der Schulbauleitlinien, so heißt dieser Antrag. Die Schulbauleitlinien wurden am 24.11.2016 nach einem sehr umfänglichen Beteiligungsprozess vom Stadtrat beschlossen. Danach wurden alle Schulen nach diesen Richtlinien saniert bzw. neu gebaut. Für das Gymnasium Klotzsche wurde der Beteiligungsprozess der Schulgemeinschaft von Beginn an durchgeführt, so wie wir es in Schulbauleitlinien festgelegt haben. Aber inzwischen sind fast 6 Jahre vergangen. Wir alle wissen, welche rasanten Veränderungen stattfinden, klimatisch, gesellschaftlich, informationstechnisch und so weiter. Also wir müssen die Schulbauleitlinien aktualisieren. Der Antrag wurde sehr ausführlich im Bildungsausschuss diskutiert. Die zahlreichen Vorschläge haben wir danach in einem gemeinsamen Änderungsantrag aufgenommen. Gemeinsam, das heißt SPD, Grüne und Linke. So gehen wir nicht mehr von einer Evaluation der Schulbauleitlinien aus, sondern inhaltlich geht es um die Fortschreibung der Schulbauleitlinien. Aber eine Überschrift eines Antrages kann man ja nicht verändern. Mir lag beim Entwerfen des Antrages besonders die Weiterentwicklung des Kapitels informationstechnischer Bereich am Herzen, denn die jetzige Version entspricht gar nicht mehr den derzeitigen Anforderungen. Aber auch andere Schwerpunkte müssen neu durchdacht werden. Die Beschleunigung der Schulbauprojekte und Planungsprozesse, die Lärmreduzierung in den Schulen, wie wir gemerkt haben im letzten Sommer die Hitzeanpassung, wie wir aus aktuellen Dingen wissen, Infektionsschutz und Lüftung, barriere- und diskriminierungsfreie Toiletten, veränderte Raumbedarfe aufgrund verschiedener Entwicklungen, Schulsozialarbeit, fast an jeder Schule soll diese stattfinden, Praxisberatung an jeder Oberschule, Gemeinschaftsschulen, also das sind alles Änderungen, die Raumbedarfe zur Folge haben und die Gestaltung von Schulhoffreiflächen. Gerade zu diesem Thema Schulhof-Freiflächen fand vor etwa 2 Wochen eine interessante Weiterbildung statt, die auch uns Stadträtinnen und Stadträten angeboten wurde. Eine Fortbildung zum Thema Schulgelände, organisiert vom Zukunftsstadtprojekt Schullebensraum. Einige von Ihnen haben vielleicht das Zukunftsstadtprojekt an der 102. Grundschule oder der 30. Grundschule verfolgt. Auch 2 Stadträtinnen nahmen an dieser Weiterbildung teil, Frau Dr. Osiander und ich. Eindrucksvoll konnten wir erleben, welche klimatische Rolle die Schulhöfe spielen können. Denn wir besichtigten die Schulen bei den Temperaturen von ungefähr 38 Grad. Bewusst wurde uns hier, dass wir auch von den Ideen der Schulen in freier Trägerschaft enorm lernen können. Sehr beeindruckt waren wir vom Schulgelände der Laborschule. Vielleicht können wir uns auch, was die Beschleunigung der Planungs- und Bauprozesse betrifft, etwas von den Schulen in freier Trägerschaft abgucken. All diese Aspekte werden genannt, die müssen sich neu angeschaut werden, müssen überarbeitet werden und dann können wir eine überarbeitete Schulbauleitlinie verabschieden. Frau Frohwieser von der SPD hat noch mal einen Vorschlag gemacht, den wir auch gleich aufnehmen wollen, nämlich die spezifischen Anforderungen aller Schularten genauer zu betrachten. Das schließt eben auch die Gemeinschaftsschulen ein, die wir bis dahin ja nicht extra betrachtet haben und welche auch in Dresden bald existieren werden, aber selbstverständlich auch die Berufsschulen und Förderschulen. Also diesen zusätzlichen Punkt noch mal nehmen wir natürlich hier auf, um auch in diesem Bereich die Schulbauleitlinien noch besser zu qualifizieren. Ja, wir sollten weiter daran bleiben, dass wir vorbildliche Schulbauleitlinien haben, die uns Orientierung geben und bei dem wir so tolle Schulen bauen können, wie es uns möglich ist, auch finanziell möglich ist. Und ich bitte um die Zustimmung für diesen Antrag.
Ja, vielen Dank, Frau Abel, erstmal für die Einbringung. Jetzt hatte ich gesagt, wir haben mehrere Änderungsanträge, manchmal auch nicht ganz so umfangreich da. Deswegen frage ich, ob sie separat vorgestellt werden sollen oder eben in der Fraktionsrunde mit. Beginne mal SPD. Bitte schön, Frau Frohwiese. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich mache es ganz kurz und konzentriere mich auf die Einbringung unseres Ergänzungsantrages und denke, dass dann in der Fraktionsrunde ich nicht nochmal ans Pult gehen muss, weil was inhaltlich diesen Antrag angeht, Frau Apel schon alles Wesentliche gesagt hat. Ich möchte nur noch mal vorwegnehmen, mit der Dresdner Schulbauleitlinie haben wir hier in unserer Stadt etwas erarbeitet, wo viele Kommunen in Deutschland auch mit einem gewissen Neid zu uns gucken. Man wird oft darauf angesprochen, Kolleginnen und Kollegen fragen danach, wie sich das bewährt und finden das ein sehr inspirierendes Instrument für ihre jeweiligen Kommunen. Ich glaube, da ist uns wirklich was Gutes gelungen, aber auch was Gutes kann man immer noch mal besser machen und weiterentwickeln. Insofern kam dieser Antrag zustande. Am Rande der letzten Sitzung hat der Kollege Nitsche darauf hingewiesen, dass in dieser Schulbauleitlinie zwei Schularten aber nur in der Fußnote erwähnt werden. Das ist insofern auch ganz richtig, aber Kollegin Abel hat auch schon darauf hingewiesen, unser Schulsystem hat sich ja auch darüber hinaus weiterentwickelt und entwickelt sich möglicherweise auch noch weiter, sodass es auch um andere Schularten geht, die im Moment in unserer Schulbauleitlinie noch nicht so richtig ihren Platz gefunden haben, was jetzt ganz konkret die Berufsschulen und die Förderschulen angeht, führt die Schulbauleitlinie in der Einleitung sozusagen schon aus, dass sie natürlich auch für diese gelten soll, weist dann aber eben auf einer späteren Seite in der Fußnote darauf hin, die seien doch in ihren individuellen Planungsvoraussetzungen so speziell, dass man die eben da an der Stelle nicht ausführen will. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht ganz korrekt. Es gibt natürlich in dieser Schulbauleitlinie Punkte, Planungskriterien, die auf alle Schularten zutreffen und die sollte man auch für alle Schularten entsprechend ausführen. Im Moment erweckt das an den Stellen immer den Eindruck, dass es eben nur für Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien gelten würde. Auf der anderen Seite ist es auch nicht falsch zu sagen, dass gerade Förderschulen oder auch berufsbildende Schulen das auf das Fehlen der Gemeinschaftsschule hat Kollegin Apel ja schon darauf hingewiesen, eben tatsächlich sehr spezielle rechtliche Vorausgaben und sehr spezielle Planungskriterien haben. Insofern kann man die auch schlecht in so einer Schulbauleitlinie ganz umfassend alle einzeln definieren. Deswegen schlagen wir trotz alledem vor, gleich am Anfang in der Formulierung, wie der federführende Ausschussbericht jetzt ist, noch einzufügen, dass in dieser Schulbauleitlinie oder dass diese Schulbauleitlinie auch insofern weiterentwickelt wird, dass ihr Geltungsbereich ganz ausdrücklich eben auf alle in Dresden existierenden Schularten ausgedehnt wird und eben diese Planungskriterien, die dort ausgeführt werden, natürlich unter Wahrung der spezifischen Anforderungen individueller Planungen, nicht nur für Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien, sondern eben für alle Schulen in Dresden ausgeführt werden. Vielen Dank. Freie Wähler wird da nochmal jetzt gewünscht, das einzubringen, den Änderungsantrag, der, wenn ich es richtig sehe, noch Bezug nimmt auf den Originalantrag und jetzt nie auf den Ausschussbericht, aber vielleicht Herr Nitsche. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich würde das jetzt gleich einbringen, würde auch gleich wahrscheinlich dann auf meinen Redebetrag in der Summe verzichten. Evaluation ist wichtig, das betrifft alle Leitlinien, alle Konzepte, das betrifft sowohl die Schulbauleitlinien als auch Konzepte wie das Radverkehrskonzept. Wir müssen immer wieder sehen, dass wir unsere Leitlinien, unsere Planungen, die wir haben, den aktuellen Erfordernissen anpassen, den Erfordernissen sowohl von gesetzlicher Seite, wie jetzt zum Beispiel in den Schulbauleitlinien erwähnt, aber auch den Erfordernissen der jeweiligen Nutzer, wie zum Beispiel beim Radverkehrskonzept. Wir haben die Leitlinien vorliegen, den Änderungsantrag vorliegen und wir werden dem auch zustimmen. Ich freue mich sehr, dass die Frau Frohwieser unseren Anstoß auf die fehlenden Berufs- und Förderschulen genutzt hat,
und ihren Änderungsantrag dann formuliert hat. Sie hätte vielleicht in dem Punkt das Geschwurbel von wegen nicht nur für Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien weglassen können, sondern auch konkret und ehrlich sein können, um Gemeinschaftsschulen, Berufs- und Förderschulen zu erwähnen. Aber ich glaube, das ist gut, dass sie unseren Hinweis aufgenommen hat. Das ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Frau Frohwieser, der Mut für die Zusammenarbeit und vielleicht zukünftige gemeinsame Anträge, den werden Sie bestimmt auch noch bekommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Leitlinien überarbeiten, weil wir in dem Prozess der Beschleunigung, der zum Beispiel im Änderungsantrag, der auch Beschlussgrundlage des Ausschusses ist, aufgenommen haben, weil wir dort arbeiten müssen. Wir müssen vermeiden, dass es in den Planungsprozessen zu Problemen gibt, wie Kostenfallen, wie beim Gymnasium Linkselbisch-Ost, dass dann noch zusätzlich ein zweistelliger Millionenbetrag für verkehrliche Maßnahmen auffällt. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit Hitzeanpassung und mit der Lüftung umgehen, insbesondere dann, wenn gerade bei neu gebauten Schulen kaum dass mal 2-3 Tage etwas mehr Hitze als normal ist, der Unterricht nach der 4. und 5. Stunde ausfällt und das bei Altbauschulen häufig nicht der Fall ist. Auch da gibt es zu überlegen, ob wir denn die neuen Schulen auch wirklich effektiv neu bauen. Wir haben dort noch eine Ergänzung bezüglich meiner Meinung nach einiger Luxusprobleme wie den diskriminierungs- und barrierefreien Toiletten. Ich möchte niemanden eine diskriminierungs- oder barrierefreie Toilette absprechen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir in Dresden noch Schulen haben mit Toiletten, die aussehen wie in der DDR und die riechen, nein, die stinken wie in der DDR, dass wir Schulen haben, was die Lüftung betrifft, in denen Fenster zugeschraubt sind und sich nicht einfach mit einem Riegel öffnen lassen und dass wir Schulen haben, in denen Turnhallen nicht in Sportunterricht nicht in Turnhallen oder in Sporthallen stattfindet, sondern in Räumen, die früher anders genutzt wurden, wie zum Beispiel als Stallungen. Das sind die wirklichen und ernsthaften Probleme, die meiner Meinung nach wesentlich höher anzusiedeln sind als die Toiletten in Variante 5, 6 und 7. Vielen Dank. Herr Nitsche, ich habe es aber richtig verstanden. Herr Nitsche, ich habe es richtig verstanden. Ihr Antrag hat sich dann... Okay, gut, danke. So, dann hätten wir einen dritten Ergänzungsantrag von der Dissidentenfraktion. Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Am 4. März hat dieser Stadtrat den Oberbürgermeister beauftragt, Zitat, gemeinschaftlich genutzte Räume in Schulen, in denen Fenster nicht ausreichend zum Lüften geöffnet werden können, entsprechend den Empfehlungen des Umweltbundesamtes mit mobilen oder stationären Zu- und Abluftanlagen auszustatten. Dieser Beschluss ist eindeutig. Wo es weder eine Raumluftanlage gibt, noch Klassenräume durch Öffnen der Fenster gelüftet werden können, sollen Zu- und Abluftanlagen angeschafft werden. Im Ursprungsantrag war noch von Luftreinigung die Rede und genau das war auch gemeint. Mittlerweile sind 4 Monate fruchtlos verstrichen. Die Stadtverwaltung hintertreibt den Beschluss zur Anschaffung von Luftfiltergeräten nach allen Regeln der Verwaltungskunst. Erstmal musste ausführlich geprüft werden. Dann soll angeblich eine langwierige europaweite Ausschreibung erforderlich sein. Subtext: Wenn die Luftfilter ankommen, ist die Seuche schon längst vorbei. Man möchte schlicht die Ausgaben vermeiden, weil perspektivisch vielseitigere RLT-Systeme angeschafft werden sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wiederholen gerade die Fehler aus dem Sommer 2020, als man nicht mehr an eine zweite Welle glauben wollte. Man darf aber auch aus Fehlern lernen. Und dies ist die Lehre aus dem letzten Sommer und Herbst. Alle Schutzmaßnahmen in den Schulen ohne Luftfilter haben eben nicht ausgereicht, um die Schulgemeinschaft vor Infektionen zu schützen. Und ich sage es ganz deutlich, die vielen Tausende vermeidbaren Toten, gerade in Sachsen, sind auch eine Folge der verspäteten Schulschließungen. Das Umweltbundesamt bestätigt den Nutzen von Luftfiltern, auch wenn gerade gerne das Gegenteil kolportiert wird
Und selbstverständlich wissen wir, dass sie, Zitat, nicht als vollständigen Ersatz für Lüftungsmaßnahmen eingesetzt werden können, sondern allenfalls als Ergänzung. Ja, wir wissen das. Andere Länder sind lernfähig, und zwar unabhängig von der Parteifarbe. Im rot-rot-grünen Berlin sind immerhin ein Drittel der Unterrichtsräume mit Luftfiltern ausgestattet. Im schwarzen Bayern gut 15%, und Ministerpräsident Söder hat gerade gestern eine neue Initiative auf den Weg gebracht. Die Sachsen aber wissen es wieder einmal besser. Hierzulande hält man sowas nicht für nötig. Aber meine Damen und Herren, alle Ausreden sind schon längst entlarvt, denn die sächsischen Gerichtssäle sind mit mobilen Luftfiltern ausgerüstet. Und ja, ich spitze es jetzt auch an dieser Stelle mal ganz erwartbar zu. Wieso eigentlich ist die Gesundheit von Richterinnen und Richtern, Staats- und Rechtsanwälten wichtiger als die von Kindern oder Lehrern? Meine Damen und Herren, die Delta-Variante des Coronavirus wird sich auch in Deutschland durchsetzen. Delta ist leichter übertragbar als Alpha, die Variante der dritten Welle. Und die war schon ansteckender als der Wildtyp von 2020. Die gute Nachricht dabei, dass die vorhandenen Impfstoffe auch gegen Delta einen hohen Schutz gegen schwere Verläufe bieten sollen, wie das RKI sagt. Aber die vierte Welle kommt, und sie kommt mit Delta. Was das heißt, kann man in Portugal und Großbritannien besichtigen. Die Welle geht noch schneller hoch, und der Anteil angesteckter Kinder und Jugendlicher ist wesentlich höher. Die in England grassierende Verantwortungslosigkeit war erst vorgestern in Wembley zu besichtigen. Nicht zufällig in einem von Rechtspopulisten geführten Land. Die Anzahl der Impfungen wird nicht ausreichen, um das Virus zu ersticken. Zudem können auch Geimpfte an Delta erkranken. Ganz sicher aber werden Kinder unter 12 Jahren erwischt, für die es keinen Impfstoff gibt. Und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch für Jugendliche bis 18 Jahre. Im Klartext, gerade Kinder und Jugendliche, die täglich die Köpfe zusammenstecken müssen, werden ohne Impfschutz einen wesentlich aggressiveren Coronavirus ausgesetzt. Und das Virus wird diese Feierbedingungen wirklich feiern. Man kann sich damit trösten, dass nach den bisherigen Erfahrungen Kinder und Jugendliche nur milde Verläufe hätten. Wir riskieren aber nicht absehbare Spätfolgen einer Infektion. Und ich sage, ich nenne das eine verantwortungslose Durchseuchungsstrategie. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass Sie das alles nicht gerne hören, dass wir uns alle freuen, dass jetzt die Lockerungen da sind. Und wir hoffen alle, dass die vierte Welle nicht so hoch sein wird. Wir haben das auch vor der zweiten Welle und nach der zweiten Welle gehofft. Aber wir müssen auch das, was uns die Wissenschaft sagt, ernst nehmen. Wir müssen auch bereit sein, aus Fehlern zu lernen. Und es war ein Fehler vor einem Jahr, dass wir uns in Sicherheit gewiegt haben und einfach gedacht haben, die Hygienekonzepte in der Schule, ein bisschen Kohorte, ein bisschen Wechselunterricht wird ausreichen. Es hat nicht ausgereicht. Es hat nicht gereicht. Und vor einem Jahr hatten wir es mit einem Virus zu tun, der wesentlich weniger ansteckend war als der Virus, der auf uns zukommt. Deswegen geben Sie sich einen Ruck, geben Sie dem Oberbürgermeister nochmal das Signal, dass wir jetzt Luftfilter endlich in unsere Dresdner Klassenräume einführen müssen. Vielen Dank. Soweit erstmal zunächst zur Einbringung der Änderungsanträge. Bevor wir in die Fraktionsrunde eintreten, will ich nur sagen, dass ich den letzten Antrag von der Dissidentenfraktion für rechtswidrig sehe, weil er nicht zu dem inhaltlichen Thema darunter gefasst werden kann und zum Zweiten auch keine Deckungsquelle hat. Ich will mich dem Thema ja in der Diskussion nicht verwehren, aber in der Sachlichkeit passt das heute und hier nicht hin, und ich müsste diesem Teil dann widersprechen, sollte es beschlossen werden. Zusätzlich will ich nur sagen, ich war ja gerade gestern beim Präsidium des Deutschen Städtetages. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von Städten, die Luftfilter eingebaut haben, auch auf Initiativen von Stadträten. Ich habe aber keinen Kollegen gefunden, und es ist egal, welcher Parteifarbe, die wirklich damit gute Erfahrungen gemacht haben und das für sinnfällig hielt. Deswegen wäre es schon auch außerordentlich sinnfällig, wenn wir so eine Entscheidung wirklich fundiert, abgewogen, auch im Fachausschuss vordiskutieren, bevor wir hier eine sehr schnelle Entscheidung treffen. Und Herr Kollege Donhauser hat auch die Bereitschaft erklärt, das in den nächsten Bildungsausschuss auch gerne mitzunehmen und mit Ihnen darüber ins Gespräch reinzukommen.
So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie gesagt, Linke hat eingebracht, damit war als nächstes SPD an der Reihe. Wird das Wort nochmal gewünscht? Nein. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das Gebrüll unseres Corona-Löwen Lichti habe ich noch im Ohr. Ich muss mich erstmal wieder konzentrieren. Als kleines Licht will ich wirklich zu diesem Antrag zurück. Der Antrag hat einen sehr kurzen Titel: Evaluation von Schulbauleitlinien. Wenn die linke Seite hier drüben so kurze Überschriften macht, da weiß ich aus meiner langjährigen Erfahrung, da ist dann immer irgendwas faul in den Punkten, die dann kommen. Und wenn die so schnell dann sagen, ach, das ist ja trotzdem eine Fortschreibung, wenn die so schnell nachgeben, dann ist es noch schlimmer. Deshalb würde ich gerne doch ein paar Sachen sagen zu diesen Einzelheiten dieses Antrags. An sich bin ich kein Gegner von Schulbauleitlinien. Und ich freue mich über die vielen schönen Schulen in Dresden. Und so richtige Stenkelschulen habe ich eigentlich nicht mehr gefunden. Ich habe keine gefunden. Aber jetzt zu den einzelnen Punkten. Wenn hier von Beschleunigung bei Projektierung und Bau die Rede ist, und dann hat vorhin noch ein Redner gesagt, die freien Schulen sind Beispiel, dass es schneller gehen kann, na, dann stimmt es doch, dass wir Stadträte oft die großen Bremser sind bei Schulbauprojekten. Was wir alles oft für Wünsche noch einbringen, und wir sind gar nicht die Schüler, die in diesen Gebäuden sitzen. Der Lärm kommt vor, aber der Lärm ist schon lange, lange, lange in den Schulbauleitlinien drin, ist ein hochsensibles Thema, Lärmbelästigung ist gesundheitsschädigend. Hitze ist nicht so extrem. Wenn es heute gehagelt oder geschneit hätte, was hätten die anderen Redner dann gesagt? Die Lüftung, okay, Herr Piewert hat aber auch schon angedeutet, dass er von der Effektivität dieser Luftanlagen nicht überzeugt ist. Die Veränderung der Raumkonzepte ist hier drin. Weiteres Personal, pädagogische Kräfte und sowas, wir brauchen kleinere Zimmer. Das stimmt, aber schaut man sich einige Schulen an, mal, wenn wir so rumkommen, dann entdecken wir, dass kleinere Zimmer so für persönliche Gespräche oft vorhanden sind und liebevoll ausgestattet werden können. Wenn wir mit den Raumkonzepten auf die Gemeinschaftsschule anspielen, dann ist die Gemeinschaftsschule ja noch an keiner Stelle dieser Stadt da. Wir haben keinerlei Erfahrung, wir können dort also nicht evaluieren. Wir müssen erst mal eine haben. Vorhin wurde gesagt, bald viele. Ich sehe die nicht so schnell hier in unserer Stadt. Denn diese Zügigkeit, vierzügig, das erfordert eine solche Menge von Schülerräumen. Das ist ein Raumbedarf, den müssen wir erstmal noch ermitteln. Ich sage das dann nochmal anders formuliert. Die schulfreie Flächen für Kindertageseinrichtungen. Leute, das wird doch halt immer zwischen den Leitern ausgemacht. Da brauchen wir doch keinen Stadtratsbeschluss. Der Infektionsschutz, also überall, wo ich mich umgeschaut habe, ist das wunderbar eingerichtet, ist kaum zu toppen. Die Schüler können sich alle desinfizieren und, und. Die diskriminierungsfreien Toiletten, da können wir ja diskutieren als politische Meinung, aber ich habe noch keinen richtigen Ruf aus der Gesellschaft gehört. Ich finde, die Toiletten, die wir in den Schulen haben, sind doch nicht, ist doch keine Diskriminierung. Im Gegenteil, ich habe bei vielen Großveranstaltungen schon aus Spaß oder Freude zu helfen, Frauen auf die Männertoilette gelassen. Wenn so die Schlange so groß ist, also das muss man dann auch machen. Anderes Thema, der digitale Raum. Wir tun seit Monaten und Jahren über die digitale Schule reden. Die steht doch schon im Fokus der Gesellschaft. Müssen wir das jetzt noch reinbringen in die Leitlinie des Aufbaus von Schulen? Unser Vorschlag als Fraktion ist eigentlich, dieser Antrag müsste in Einzelanträgen formuliert werden. Dann hätte es einen Sinn. Aber mit so einem komplexen Gewusel wie das, was hier vorliegt, sind wir Stadträte eigentlich nur irritiert und die Verwaltung auch. Und deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen. So, als nächstes Dissidentenfraktion, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss natürlich zuerst auf das eingehen, was der Oberbürgermeister glaubte, hier kundtun zu müssen.
Herr Oberbürgermeister, Sie kennen doch die Geschäftsordnung des Stadtrats. Ein Ergänzungsantrag ist dann zulässig, wenn er den Gegenstand des Verhandlungsgegenstands trifft. Verhandlungsgegenstand ist die Schulbauleitlinie oder wir können es übersetzen: Wie wollen wir als Dresdner Stadtrat, dass die Ausstattung der Dresdner Schulen ist? Was sollen wir dafür tun? Im Ursprungsantrag ist sogar die Frage der Luftfilter ausdrücklich angesprochen, aber allgemein. Und genau auf diesen Antrag aufsetzend sagen wir: Naja, das Allgemein ist uns eben zu allgemein, wir wollen, dass es jetzt passiert. Wir wollen, dass es jetzt passiert. Also Herr Oberbürgermeister, ich wäre jetzt aus rein rechtsästhetischen Gründen durchaus sehr interessiert, Ihre juristische Argumentation fein ziseliert mir mal anzugucken. Ich glaube, sie ist mehr als unhaltbar. Als Jurist würde man sagen, unvertretbar oder abwegig. Also ich bin sehr gespannt, ob Sie tatsächlich diese absurde Rechtsauffassung aufrechterhalten wollen. Aber Sie haben noch einen weiteren Satz gesagt, Sie wären beim Städterat gewesen, Städtetag gewesen, hätten dort von Kollegen dies und jenes gehört. Das würde uns dann natürlich schon auch hier interessieren, dass Sie das uns hier berichten, was Sie denn dann dort gehört haben. Was ich gehört und gelesen habe, ist, dass viele Städte das machen. Ich glaube, die Stadt Osnabrück hat jetzt diese Woche das beschlossen, andere Städte machen es auch. Sie machen es auf eigene Initiative, weil Ihnen die Gesundheit Ihrer Schülerinnen und Schüler und Ihrer Lehrerinnen und Lehrer am Herzen liegt. Und genau das fordere ich auch von Ihnen und von der Stadt Dresden. Also wir befinden uns hier als Dissidenten in einem großen Geleitzug aller derer in Deutschland, die sich wirklich Sorgen um die Kinder und die Gesundheit machen. Welches Signal wollen Sie eigentlich setzen, Herr Oberbürgermeister? Sind Sie tatsächlich der Auffassung? Haben Sie sich das schon mal überlegt? Sind Sie der Auffassung, dass die Hygienemaßnahmen im letzten Herbst ausgereicht haben? Nein, sie haben nicht ausgereicht. Oder wollen Sie das hier vor der Dresdner Öffentlichkeit erklären? Dann bitte sagen Sie es. Und was macht Sie eigentlich so sicher, dass es dieses Jahr anders verläuft, angesichts einer ansteckenderen Alternative, eines ansteckenderen Virus? Herr Oberbürgermeister, ich glaube, Ihre Intervention, die Ihnen von Ihrem Mitarbeiter gerade geflüstert wurde, hat wenig Hand und Fuß. Ich möchte aber auch noch diesen Redeteil dazu nutzen, um etwas grundsätzlicher auszuholen. Ich habe mich in diesem Dreivierteljahr, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, oft gefragt, woher eigentlich dieser irrationale Widerstand gegen wirksame Schutzmaßnahmen in der Schule kommt. Natürlich, wir wissen es, die Schulen müssen offen gehalten werden können, damit die Eltern arbeiten können, damit die Wirtschaft weiterläuft. Das ist die Hidden Agenda, das ist der geheime Plan, der da dahinter steht. Aber ich nehme sehr wohl zur Kenntnis, dass viele Eltern sagen, mach bitte die Schulen auf, wir halten es nicht mehr aus, wir wollen, dass unsere Kinder gute Bildung haben. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist verständlich, das ist absolut verständlich. Aber warum hängen eigentlich alle diese Verteidiger, die das sagen, so an dieser Schulpräsenzpflicht? Ich habe den Eindruck, die Bildungscommunity verteidigt ihr Lieblingsvorurteil, nämlich dass allein Präsenzunterricht in der Schule gute Bildung vermitteln würde. Die Schulpräsenzpflicht ist zwar die traditionelle Form der Schulorganisation, aber erziehungswissenschaftlich und verfassungsrechtlich keineswegs zwingend. Alle reden gerne von dem Bildungsanspruch der Kinder. Aber es gibt eben keine Bildungspflicht der Kinder durch Teilnahmezwang am Präsenzunterricht unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen. Im Gegenteil, dort, wo die Gesundheitsgefahr beginnt, dort endet das Recht des Staates, eine Präsenzpflicht zwangsweise durchzusetzen. Da mir jetzt viele nicht mehr zuhören, wiederhole ich diesen Satz gerne. Dort, wo die Gesundheitsgefahr beginnt, endet das Recht des Staates, eine Präsenzpflicht zwangsweise durchzusetzen. Und genau das ist im letzten Jahr in Sachsen viel zu oft passiert. Übrigens, aus verfassungsrechtlicher Sicht müssen zuerst alle technischen Möglichkeiten, wie eben auch Luftfilter, ausgeschöpft sein. Bevor überhaupt Grundrechtseingriffe wie beispielsweise eine Maskenpflicht angeordnet werden können. Hat keinen interessiert. Wir müssen die Maske aufsetzen, auch Grundschüler müssen Masken aufsetzen, aber dem Thema Luftfilter, dem möchte man sich nicht nähern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist verlogen. Und dann möchte ich nicht, dass diese Leute, die diese Politik vertreten, sagen, naja, wir haben ja das Wohl unserer Kinder eigentlich nur im Sinne. Ich nehme das nicht mehr ab. Meine Damen und Herren, ich weiß, Sie wollen sich diesem Thema jetzt nicht stellen.
Sie sind alle schon in der Sommerpause. Aber wir wollen, dass Sie heute über dieses Thema entscheiden, weil es ist die allerletzte Gelegenheit vor dem Herbst und vor dem Winter. Vielen Dank. Wird Freie Wähler noch mal das Wort gewünscht? Herr Nitschewil. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich würde das gleich von hier machen. Eigentlich wollte ich mich nicht zu Wort melden, aber der letzte Beitrag erfordert das noch mal. Die Schulen werden offen gehalten für die Schüler, nicht für die Eltern. Schüler sind wie alle anderen Menschen auch soziale Wesen und die brauchen Gemeinschaft. Und die brauchen die Gemeinschaft in der Schule. Als nächste Fraktion, die CDU-Fraktion, Herr Dietze. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal zum eigentlichen Antrag zurückzukommen. Heraklit wusste schon, du kannst niemals zweimal in den gleichen Fluss steigen, was so viel heißen soll. Alles ist veränderlich. Das schließt natürlich auch die Gelingensbedingungen für erfolgreiches Lernen ein. Während Corona ist das Lehrern, eben auch mir selber, bewusst geworden, wie sich unser Blick auch nochmal geändert hat. Natürlich auch, was Belüftungskonzepte angeht und was das Lernen in digitalen Räumen angeht. In der Evaluation, die hier vor uns liegt, geht es darüber hinaus um Möglichkeiten zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen, der Lärmreduktion und zur Schaffung barrierefreier Toiletten und des sommerlichen Wärmeschutzes. Es lohnt sich, wie gesagt, nach 5 Jahren wieder einmal die Schulbauleitlinie, langes Wort, der Landeshauptstadt in den Blick zu nehmen. Aber es muss auch klar sein, dass die Ergebnisse der Evaluation nicht zu einem alles muss mehr führen können. Die Mittel für Schulbaumaßnahmen sind weiterhin begrenzt und wo ein Mehr ist, ist am Ende auch ein weniger. Das Ziel kann und muss am Ende sein, dass wir mit diesen Ergebnissen eine dynamische Anpassung an die tatsächlichen aktuellen Bedarfe schaffen. Ich freue mich genau unter diesem Blickpunkt auf die Ergebnisse der Evaluation und bitte an der Stelle um Zustimmung. Nun noch zu den Änderungsanträgen. Wir haben davon ja nun 3. Ich möchte noch einmal die Idee von Herrn Nitsche würdigen. Der hat die Idee eingebracht, dass wir die Ergebnisse auch auf andere Schulformen übertragen. Das ist entsprechend, wie schon dargestellt, von der SPD aufgegriffen worden. Wir werden dem zustimmen, hätten uns aber gefreut, wenn an dieser Stelle mehr kollegialer Zusammenhalt geherrscht hätte und man gemeinsam in Vorab zu einer Absprache gekommen wäre, die dann zu einem gemeinsamen Ergebnis geführt hätten. Das Zweite ist dieser dritte Antrag, Änderungsantrag von unseren Experten für digitale Bildung und Virologen, Herrn Nischti. Also wie man auf die Idee kommen kann, dem Präsenzunterricht, der hat seine Berechtigung, hier die Füße wegzuschlagen, Entschuldigung, also hat sich mir mal kurz der Magen umgedreht. Also dann muss ich sagen, da habe ich irgendwie was in den letzten 3 Monaten falsch gemacht, weil Präsenzunterricht hat nach wie vor eine durchaus Wirkung und zwar auch eine durchaus gehobene Wirkung. Digitaler Unterricht ist sinnvoll, auch in seiner Ergänzung, aber hier in dieser Form gegenzuhalten, verstehe ich nicht. Aber sei es dahingestellt, es ging Ihnen ja um diese Belüftungskonzepte. Ich weiß nicht, ob hier das Ergebnis oder ob hier klar ist, was eine Evaluation ist. Eine Evaluation soll erstmal einen Blick drauf werfen, was die momentanen Ist-Zustände sind und daraus dann Ideen für Soll-Zustände entwerfen. Was wir hier machen wollen oder was Sie hier machen wollen, ist 3 Schritte vorne ranrennen und hier was reinzuschreiben, was hier noch gar nicht reingehört. Wir wollen erstmal schauen, was ist denn überhaupt, ist es gelungen, ist es nicht gelungen, wo müssen wir was ändern und dann können wir den nächsten Schritt gehen, den Sie schon jetzt gehen wollen. Ich bitte an dieser Stelle auch nochmal um eine Einschätzung des Bildungsbürgermeisters zu Ihrem Antrag, damit wir hier nochmal zu einer sachlichen Debatte kommen. Danke. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schemetzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger.
Dresden hat eine Schulbauleitlinie, darüber haben wir jetzt schon viel gehört und ich glaube, das ist tatsächlich ein zentrales und ganz wichtiges Signal, denn das bedeutet, und auch das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits gesagt, wir haben verbindliche Standards, wie Schulen gebaut werden sollen. Und es ist aus meiner Sicht hochgradig sinnvoll, diese Standards zu überprüfen und auch über weitere wesentliche Standards nachzudenken, an die vielleicht bei der ursprünglichen Schulbauleitlinie noch nicht so gedacht wurde. Ich glaube durchaus, dass man im Bereich Lärmschutz noch mal nachjustieren kann, wenn man so in den Mensen der Oberschulen der Typenbauten unterwegs ist und quasi hört, wie Kinder dort ihre Mittagspause verbringen sollen, die ja eine Zeit der Erholung sein soll. Es ist hochgradig sinnvoll, das haben wir schmerzvoll gelernt, über Infektionsschutz nachzudenken. Es ist aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll, nochmal darüber nachzudenken, wie man die Infrastruktur der Toiletten zeitgemäß modernisieren kann. Und es ist natürlich auch zentral, und da schließen wir uns dem entsprechenden Änderungsantrag an, dass es um alle Schulen geht. Denn wenn wir über alle Schulen reden, dann tun wir auch was für alle Schülerinnen und Schüler und tatsächlich nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, die aus relativ privilegierten Familien kommen, wo vielleicht jetzt auch in den pandemischen Zeiten zu Hause viel aufgefangen werden konnte und selbst da ist es ja eine Herausforderung. Also ich glaube, wir müssen da schon einen differenzierten Blick anlegen. Allein, und auch das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich mich da wirklich drüber geärgert habe, gerade auch in den letzten Wochen, all diese Maßnahmen helfen nicht, wenn zu wenig Schulen gebaut werden. Und nun kann man vom Schulbau wirklich in Dresden nicht behaupten, dass wir kein Budget hätten, auch wenn es natürlich immer mehr sein könnte, gerade im Angesicht explodierender Baukosten. Aber wir bauen zu wenig, weil die Verwaltung zu langsam ist. Und selbst, und das ärgert mich wirklich, bei der Analyse der Ursachen, warum die Stadt beim Bauen zu langsam ist, dauert alles Monate. Vor einem Jahr wurde angekündigt, dass unter Federführung des OB innerhalb der Verwaltung die Strukturen so gestrafft werden sollen, dass Schulbauten bei Planung und Umsetzung schneller vorankommen. Jetzt, nach einem Jahr, wurde uns im letzten Bildungsausschuss mitgeteilt, dass diese Abstimmungsprozesse zunächst ins Leere gelaufen sind. Und jetzt haben wir immer noch Dresdner Schulen, deren Neubau oder auch deren grundständige Sanierung in der letzten Legislaturperiode bereits beschlossen wurde. Und die Baumaßnahmen sind für die Schulgemeinschaften noch nicht mal in Sicht. Nicht mal die notwendigen Container als Interimsunterrichtsräume sind an allen Schulstandorten zuverlässig verfügbar. Also so basal sind die Probleme zum Teil. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf und ich wünsche mir wirklich, dass sich alle, die hier im Rat sind, dieser Brisanz auch bewusst sind, denn Schulen als anregende Lernräume ausreichend zur Verfügung zu stellen, ist einfach mal eine unserer kommunalen Pflichtaufgaben. Also das ist das Minimum dessen, was wir hier leisten müssen. Und jetzt noch eine Anmerkung zu dem Ergänzungsantrag der D-Fraktion und lieber Johannes, das kann ich mir leider an der Stelle nicht verkneifen. Euch vieren wäre der Sachstand bekannt, wenn einer von euch im Bildungsausschuss gewesen wäre. Seit wir die Luftfilter beschlossen haben und auch schon davor unterhalten wir uns in jeder Bildungsausschusssitzung ausführlich mit der Verwaltung über die Frage von Lüftern. Wir sprechen mit Frau Dr. Düring, wir sprechen mit Frau Biebers, das sind die Schulverwaltungsamtsleiterin und die Leiterin des Eigenbetriebs Kita. Wir führen diese Diskussion und ich hatte ehrlich gesagt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es da irgendwie eine große Verschwörung gibt, die das alles verhindern will, sondern ich nehme schon wahr, dass die Verwaltung das prüft, dass sie in einer engen Abstimmung mit den Schulleitungen ist, dass da geguckt wird, was getan werden kann. Und ich hatte extra im Blick auf das Bundesförderprogramm für Luftfilter, was neu aufgelegt wurde, im Vorfeld der letzten Bildungsausschusssitzung nochmal darum gebeten, die entsprechenden Maßnahmen, die da in Dresden geplant sind, vorzustellen. Würde mich an der Stelle jetzt auch Herrn Dietze anschließen, weil wir bekommen ja aus dem Bildungsbereich, da sind wir sehr nachsichtig auch damit, dass mal jemand was vergessen kann, dass mal jemand nicht da ist oder vielleicht keine Zeit hatte, das ist völlig okay. Und würde an der Stelle tatsächlich auch Herrn Donhauser bzw. die Verwaltung bitten, einfach den Sachstand nochmal darzustellen. Also sprich, auch durchaus nochmal für die Öffentlichkeit, weil ich nehme diese Angst und diese Sorge durchaus ganz deutlich wahr, dass immer wieder auch auf Twitter und in anderen Kanälen Anfragen kommen, was ist denn jetzt mit den Lüftern und welche Möglichkeiten habe ich konkret in der Schule meines Kindes da aktiv zu werden, dass das vielleicht nochmal kurz dargestellt wird, welche Maßnahmen da auch ergriffen worden sind, weil ich glaube, dass das offensichtlich scheinbar tatsächlich in der öffentlichen Diskussion noch nicht gut genug kommuniziert wurde, was dann vielleicht tatsächlich ein Versäumnis wäre. Zu guter Letzt, wenn wir jetzt den Antrag auch über die Luftfilter abstimmen, würde ich vor der Abstimmung um eine ganz kurze Auszeit bitten. Vielen Dank. So, als nächstes AfD-Fraktion, Herr Breuer.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Wir sollen heute über eine Evaluation der Schulbauleitlinien beraten und abstimmen. Dieses Ansehen ist grundsätzlich auch von unserer Fraktion zustimmungsfähig. Der inhaltlich schwache Ursprungsantrag konnte durch die Unterstützung der CDU so qualifiziert werden, dass er nunmehr das transportiert, was der Titel eigentlich aussagt. Das begrüßen wir. Allerdings ist ein Kritikpunkt nicht beseitigt worden, den ich hier ansprechen möchte. Ich meine damit im Punkt B den vierten Anstrich. Ich zitiere aus dem Antrag. Wie kann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 2017 und die daraus folgende Reform des Personenstandsgesetzes von 2018 umgesetzt werden, beispielsweise durch eine Ergänzung barriere- und diskriminierungsfreier Toiletten? Zitat Ende. Barrierefreie Toiletten sind natürlich unabdingbar in jeder Schule, das ist völlig unstrittig. Es ist mir allerdings schleierhaft, warum die Verwaltung dies in Schulbauleitlinien verankern soll. Die Pflicht zum Einbau solcher Toiletten ist bereits gesetzlich vorgeschrieben und das muss man nun nicht mehr nachher evaluieren oder als Leitlinie vorgeben. Der zweite Punkt sind sogenannte diskriminierungsfreie Toiletten und da wird es spannend. Für mich ist eine diskriminierungsfreie Toilette, wenn zum Beispiel die sanitären Einrichtungen so gebaut sind, dass sie auch für die Kleinsten problemlos nutzbar sind. Das ist wichtig und das könnte man auch evaluieren. Allerdings haben die Einreicher dies ja gar nicht gemeint, denn das ließe sich ja auch schlecht mit dem genannten Personenstandsgesetz begründen. Nein, man meint damit, und das wurde mir vom Einreicher auch so bestätigt, die Einführung geschlechtsneutraler Toiletten. Hier soll also wieder einmal linksgrüne Genderpolitik durch die Hintertür durchgedrückt werden. Nun sind ja die erwähnten behindertengerechten Toiletten bereits geschlechtsneutral. Es besteht also keinerlei zusätzlicher Handlungsbedarf, insbesondere wenn man die äußerst geringe Zahl an diversen Kindern betrachtet. Und Diskriminierung entsteht auch im Kopf und ist damit ein pädagogisches, in diesem Fall ein pädagogisches Problem und nicht durch die Beschriftung von Toilettentüren zu lösen. Was will man also damit erreichen? Dass Mädchen und Jungen geschlechtsneutrale Toiletten in Zukunft gemeinsam benutzen, das lehnen wir ab. Sowohl zum Schutz der Privatsphäre und Intimität, als auch zum Schutz vor Übergriffen. Wussten Sie, dass 2/3 aller sexuellen Übergriffe auf Kinder nicht von Erwachsenen, sondern von anderen Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden begangen wurden? Und wenn wir dann noch bedenken, dass wir auch Schüler haben, die in ihrer familiären Erziehung unsere humanistischen Werte bezüglich der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen nicht vermittelt bekommen, dann sehe ich hier eine potenzielle Gefahr für unsere Jüngeren und Schulkinder. Deshalb werden wir als AfD-Fraktion diesen einen Punkt nicht zustimmen. Herr Oberbürgermeister, ich beantrage daher, diesen einen Anstrich gesondert abzustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit wären wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch und weitere Wortmeldungen da, Frau Frohwiese. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte gedacht, wir können diese Diskussion zu diesem Thema, was eigentlich in den Ausschüssen sehr konstruktiv gelaufen ist, hier relativ kurz halten. Bei dem vielen Unsinn, den ich jetzt gerade bei den Vorreden zum Teil hören musste, muss man jetzt doch noch mal was sagen, auch wenn ich eigentlich ja vorhin in der Fraktionsrunde für meine Fraktion verzichtet habe. Kollege Dietze, Sie wissen ganz genau, dass wir diesen Antrag schon im November letzten Jahres eingebracht haben und auch mehrfach im Ausschuss unter anderem auf Ihr Bitten hin vertagt haben, damit wir gemeinsam miteinander arbeiten können, damit wir gemeinsam miteinander dort Änderungen dran vornehmen können. Und dann hatten wir irgendwann eine gemeinsame Fassung, die eine große Mehrheit im Ausschuss gefunden hat. Dann hat uns in der Stadtratssitzung der Kollege Nitsche darauf angesprochen und da standen Sie daneben, als ich dem Kollegen Nitsche empfohlen habe, genau es so nicht zu formulieren, wie es eben die Freien Wähler formuliert haben, sondern tatsächlich eben da noch mal genauer drüber nachzudenken und auch Ihren eigenen Vorschlag, nämlich das Thema, dass es ja ganz besondere Herausforderungen beim Thema Förderschulen und berufsbildende Schulen gibt, die man da jetzt nicht alle ausdeklinieren sollte, in seinen Antrag aufzunehmen. Das hat er nicht gemacht, das ist sein gutes Recht. Dass Sie das jetzt umdrehen und uns zum Vorwurf machen, dass wir es dann aufschreiben, da gehört schon ein bisschen was dazu. Kollege Lichti, ich glaube, die meisten hier wissen im Raum, wie lange meine Fraktion um dieses Thema schon kämpft.
Kollege Kaniewski hat hier vor einigen Monaten im Herbst letzten Jahres ganz schön einstecken müssen, als er hier vorne stand und wir um das Thema auch Monate vorher schon, Lenkungsgruppe Corona, dann ging es eben nur über den Antrag zum Corona-Ausschuss. Da war das eines unserer Themen, was wir damals eingebracht haben, dass wir unter anderem über das Thema Luftfilter in Schulen und Kitas sprechen wollen. So lange tragen wir dieses Thema schon hier in diesem Rat vor uns her. Ich teile das inhaltlich komplett, das ist ja ein offenes Geheimnis. Wir wollen da vorankommen. Ich bin da wirklich auch enttäuscht und sauer gewesen über das, was man in den Beschlusskontrollen und in den Ausschussberichten hört, was man als Begründung bekommt, warum man das alles nicht machen will. Ich halte das für falsch. Ich halte es aber genauso für falsch, das Thema Luftfilter damit zu verbinden, wenn man sich hinstellt und sagt, man hätte die Schulen schließen müssen. Auch das halte ich für falsch. Wir müssen die Schulen, das ist ja auch mehrfach gesagt worden, offen halten. Wir müssen Präsenzunterricht immer möglich machen. Und der Treiber der zweiten Welle waren nicht die geöffneten Schulen. Das waren insbesondere viele Menschen, die aus Auslandsurlauben zurückgekommen sind, die das Virus auch wieder hierher mitgebracht haben und verbreitet haben. Das sind zwei Dinge, ich finde, die sollten wir nicht miteinander verknüpfen. Ein bisschen schwierig ist es jetzt tatsächlich für meine Fraktion. Ich hätte mir ja gewünscht, wir diskutieren hier mehr über das Thema des eigentlichen Antrages und über unsere Schulbauleitlinie. Der Oberbürgermeister hat hier gerade eben angekündigt, dass wenn der Antrag der Dissidenten beschlossen wird, er dem Gesamtbeschluss widersprechen wird. Das würde dazu führen, dass wir beim Thema Schulbauleitlinie auch nicht wieder weiterkommen würden. Kollegin Scharnetzky hat ja gerade für ihre Fraktion schon um eine kurze Auszeit gebeten. Die würde meine Fraktion auch noch mal für 2 Minuten brauchen. Was der Kollege der FDP hier vorne veranstaltet hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, aus der Bildungspolitik hat sich die FDP offensichtlich verabschiedet. Ein Thema, das kann man hier wirklich so nicht stehen lassen. Wir haben hier in den letzten Monaten alle miteinander ganz intensiv diskutiert, warum wir beim Thema Schulbau nicht vorankommen. Und wir haben alle miteinander festgestellt, dass wir oftmals nach 3, 4 Jahren verwaltungsinterner Prozesse hier Vorlagen bekommen, die wir dann irgendwie schlucken sollen, weil jetzt muss das ja gebaut werden. Also das liegt ganz sicher nicht an irgendwie zu vielen Wünschen, die der Stadtrat noch für Schulbaumaßnahmen hat, dass hier die Schulbauten nicht vorankommen. Und dass es einige Fraktionen gibt, die jetzt hier beim Thema Schulbauleitlinie eine intensive Auseinandersetzung mit einem ganz winzig kleinen Baustein, nämlich dass wir eine diskriminierungsfreie Umgebung haben wollen, auseinandersetzen, das spricht für sich. Aber was man nicht stehen lassen kann, ist diese absolut irrsinnige, populistische Falschbehauptung, dass 2/3 aller sexuellen Übergriffe auf Kinder von Kindern und Jugendlichen verübt werden. Das ist absoluter Irrsinn. Wer sowas von sich gibt, verleugnet, was Kinder in diesem Land erleben müssen, zum Teil in ihren Elternhäusern, das ist schlimm genug. Aber solche Argumente hier ins Feld zu führen, das verbietet sich von selbst. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich erstmal nicht. Da würde ich Kollegen Donhauser das Wort übergeben, wie es gewünscht war. Herr Breuer, dann erst Herr Breuer, dann Herr Donhauser, dann Auszeit und dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist ja der Falschbehauptung bezichtigt. Ja, Frau Frohwieser, ich hatte letztens eine Weiterbildung letztens bei Blaufeuer, die sich, falls Ihnen das bekannt ist, die sich damit befassen. Und da ist genau diese Zahl gekommen, also von wirklich Experten. Danke. Herr Donhauser. Ja, eigentlich will ich jetzt gar nicht so viel wiederholen. Vielleicht vor dem, was gewünscht wurde, 2 Anmerkungen. Es ist völlig richtig, dass wir regelmäßig im Ausschuss uns darüber unterhalten. Und jetzt muss ich auch ganz deutlich sagen, wenn Unzufriedenheiten da sind, beziehungsweise wenn wir mit Beschlusskontrollen nicht zufrieden sind, dann bitte an mich adressieren und nicht erst, wenn wir dann uns 2, 3 Wochen später wieder treffen, sondern sofort, um zu gucken, wie was wo gemacht werden kann, besser gemacht werden kann. So sind wir übrigens auch im letzten Ausschuss auseinandergegangen, wo wir uns mit dem Schulverwaltungsamt nochmal hingesetzt haben, um die Position, die vorgetragen wurde, nochmal zu überprüfen bzw. Zu schauen, gibt es denn Schulen, wo es absolut notwendig ist, mit den stationären, es geht um stationäre Anlagen, voranzugehen, was im Übrigen, aber das
ist eine Sache, die wir separat diskutieren müssen, auch Geld kosten wird. Deswegen ist meine Einschätzung, was den Ersetzungsantrag angeht, ist die fehlende Deckungsquelle auf jeden Fall schon mal. Und meine Empfehlung wäre, dass wir uns wirklich im nächsten Ausschuss das nochmal aufbereiten lassen, inwieweit, sage ich mal, das, was im Antrag steht, was auch die Ventilatoren und so weiter angeht, könnte man ja durchaus sagen, wenn ich alle Räume, wo es notwendig wäre, wo die Fenster nicht aufzumachen sind, mit Ventilatoren auszustatten, würde das andere ja dann wieder wegfallen. Und deswegen müsste man, ich kenne den Antrag seit gestern Abend, muss ich gestehen, im Ausschuss wäre die Zeit gewesen, den Antrag einzubringen. Es wäre auch in der letzten Stadtratssitzung die Zeit gewesen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten in der letzten Stadtratssitzung diesen Antrag aufgerufen im Tagesordnungspunkt, wäre kein Ergänzungsantrag von der Dissidentenfraktion gekommen. Also insofern würde ich auch raten, dass wir uns das Thema nochmal im nächsten Ausschuss vor der Sommerpause vornehmen. Dort sind wir auch sicherlich ein Stück weiter, was ich angekündigt habe, nochmal zu überprüfen. Denn es gibt natürlich eine ganze Reihe von Schulen, glücklicherweise, wo wir das nicht machen müssten, also nachrüsten. Das sind alle neu gebauten Schulen, das sind alle sanierten Schulen. Dann müssen wir uns überlegen, Schulen, die wir ohnehin in den nächsten Jahren anfassen werden, inwiefern das dann sinnvoll ist, diese Investitionen zu tätigen. Und ein dritter Punkt, der auch jetzt in diesem Ergänzungsantrag nicht betrachtet wird, aber auch im Ausschuss diskutiert wird, sind die Kitas. Was für Schulen gilt, sollte natürlich selbstverständlich auch für Kitas gelten. Und wie gesagt, wir haben wieder eine Beschlusskontrolle vorbereitet, wie der aktuelle Stand ist. Deswegen kann ich es jetzt nicht ad hoc vortragen, was die Anzahl von Schulen und Kitas angeht. Das haben wir aber auf jeden Fall ermittelt. Die würden wir auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, wir nehmen das Thema in Ausschuss auf und werden dort uns nochmal separat mit dem, wäre meine Empfehlung, mit dem Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion auseinandersetzen. So, jetzt kurze Auszeit und dann kommen wir zur Abstimmung. Herr Schmählich, Geschäftsführer. Herr OB, aber ich würde gerne Sie ganz herzlich um eine Klarstellung noch mal bitten, wie Sie es gemeint haben. Haben Sie gesagt, dass Sie diesen Ergänzungsantrag sozusagen nicht zur Abstimmung bringen wollen oder Sie überlegen, ob Sie dem, wenn er abgestimmt würde und eine Mehrheit finden würde, dann widersprechen würden? Das würde ich gerne wissen wollen, weil natürlich logischerweise ich dann auch für meine Fraktion erklären kann, dass wir einer solchen Entscheidung, ihn nicht zuzulassen, auch juristisch überprüfen lassen würden. Und ich hätte noch eine Frage an Herrn Donhauser, dessen Sachbeitrag ich gerade sehr konstruktiv fand, im Gegensatz zu manch anderen Beitrag im Übrigen, in den ganz bewusst Herr Lichti missverstanden wurde und so getan wurde, als ob er gegen die Schulpflicht sei. Völliger Quatsch, sondern er hat nur gesagt, wir müssen alles tun, damit im Grunde genommen die gesundheitlichen Voraussetzungen, die überhaupt eine Schulpflicht ermöglichen, durchgesetzt werden. Aber wenn das diesen Stadtrat oder einige intellektuell überfordert hat, dann tut mir das zwar leid, ist aber nicht die Schuld von Herrn Lichti. Eine Frage deshalb an Herrn Donhauser. Habe ich Ihren Worten entnehmen können, dass bis zum Herbst zumindest Schritte unternommen werden, die einen Teil des Ziels dieses Antrages erreichen helfen würden, so würde ich es mal formulieren? Also zumindest kann ich in Aussicht stellen, dass wir nochmal nachschauen werden jetzt. Da will ich jetzt nicht zu viel versprechen, aber wir werden uns zunächst nochmal die Grundschulen vor allen Dingen angucken, ob es dort Erfordernisse gibt, um entsprechend nachzurüsten. Dort wollten wir jetzt so weit sein, dass wir bis zum Ausschuss am 13. Juli berichten können, wie wir jetzt, also welche Schulen wir dort ins Auge fassen wollen, beziehungsweise wie wir vorgehen werden. Das Thema an sich, dass wir schon auch, aber da sind wir, glaube ich, uns alle einig hier im Rat, dass wir Vorbereitung treffen müssen, um eben die sogenannte vierte Welle eben so, ich sage jetzt mal, überstehen zu können, dass wir also gerade was Kitas und Schulen kommen, nicht in die Verlegenheit kommen werden, dort zu schließen. Das ist Konsens. Und gut, und da muss man auch, und das ist auch kein Geheimnis, viel Überzeugungsarbeit innerhalb der Verwaltung leisten, um, sage ich mal, die Motivation zu stärken, dass das natürlich eine Priorität hat.
Anlass war, wie Frau Schamnetzki gesagt hat, in der Tat das Bundesprogramm, wo ich allerdings auch der Meinung bin, dass das wieder typisch durch die Berliner Brille gesehen wird, also wo im Prinzip diejenigen, die es umsetzen müssen, und hier geht es schon bei der Antragsfrist bis Ende des Jahres los, das, sage ich mal, recht spärlich oder sperrig ist. Schlussstrich ist, dass wir, wie gesagt, dran sind an dem Thema und wo wir jetzt in der Tat nach Grundschulen Ausschau halten, wo wir dort umrüsten oder nachrüsten können. Und zur ersten Frage, ich würde bei einer Beschlussfassung dann die Rechtswidrigkeit prüfen und so wie avisiert zu erwarten ist, dann in dem Falle widersprechen, wenn das bestätigt wird, was ich ausgeführt habe. So, damit gehen wir in die kurze Auszeit und dann kommen wir zur Abstimmung. So, meine Damen und Herren, können wir fortsetzen mit der Tagesordnung und mit der Behandlung dieses Punktes? Gibt es aus dem Thema Auszeit noch Antragsbedürfnisse? Sehe ich nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Mir liegen jetzt noch drei Anträge vor. Das ist zum einen der SPD-Ergänzungsantrag, der Dissidenten-Ergänzungsantrag und die Bitte auf punktweise Abstimmung der AfD-Fraktion, was den
vorletzten Absatz unter Punkt B des federführenden Ausschussberichts angeht, den ich dann separat zum Rest abstimmen würde. Und als redaktionell, wenn sich da kein Widerspruch erhebt, würde ich ein bisschen modifiziert den federführenden Ausschussbericht machen, indem in der letzten Satz des Berichtes, wo wir etwas bis zum 30.04.21 vorlegen sollen, was wirklich nicht mehr realistisch schaffbar ist, daraus wenigstens einen einträglichen 10.21 machen. Aber ich hoffe mal, dass wir das nicht debattieren müssen. So, soweit die Anträge, alles verstanden, dann kommen wir in die Abstimmung hinein. Zunächst darf ich den Ergänzungsantrag der SPD zur Abstimmung bringen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, das ist die überwältigende Mehrheit, damit wäre das aufgenommen. Jetzt kommen wir zu dem Ergänzungsantrag der Dissidenten. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenprobe. Letzteres ist deutlich die Mehrheit, also wäre abgelehnt. Und dann kämen wir zur... Ja, also wenn dies letztere, also die ablehnenden Stimmen weit überwältigend mehr als 4 sind. Ja. Ja, das haben wir, wenn eines deutlich mehr, dann rufe ich die Enthaltung regelmäßig nicht mehr auf und wir kürzen das ab und sind damit schneller in der Abhandlung. Wenn wir natürlich eine Stunde darüber diskutieren, dann ist das ganze Gegenteil davon. So, und dann kommen wir zur Schlussabstimmung und da ist auf Antrag der AfD punktweise beantragt. Deswegen würde ich jetzt den so ergänzten federführenden Ausschussbericht, um den, was wir gerade von der SPD mit aufgenommen haben, ich sag mal in seiner Gänze, ohne zunächst den Absatz, wie kann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bis zu den diskriminierungsfreien Toiletten, also diesen Absatz, den würde ich dann separat abstimmen, aber den gesamten Rest. Jetzt, wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Dann hat das eine deutliche Mehrheit bekommen mit 60 Ja-Stimmen, 5 Nein und keine Enthaltung, wäre damit so beschlossen. Und jetzt kommen wir noch zu diesem einen Punkt, also diesen, wo es separate Abstimmung erbeten war aus dem federführenden Ausschussbericht. Wer diesem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Genau, dies. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. (49) Ja-Stimmen, 19 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das auch angenommen und damit der federführende Ausschussbericht ergänzt, wie was wir uns beschlossen haben, um den SPD-Antrag dann in der Gänze. So, Frau Schanetzki, dann Frau Frohwieser. Ich fasse mich auch ganz kurz, aber es war weiten Teilen unserer Fraktion sehr wichtig, dass wir uns noch mal erklären, warum wir dem Antrag zu den Luftfiltern nicht zugestimmt haben. Wir teilen die sachlichen Erwägungen, dass Luftfilter einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz in Schulen leisten können. Gleichzeitig haben wir den beschlossenen Antrag aus dem März diesen Jahres
und auch im Bildungsausschuss regelmäßig die Berichte, dass es die Möglichkeit für Schulen gibt, auch für Kindergärten, selbstverständlich bei den zuständigen Ämtern die entsprechenden Maßnahmen zu beantragen, wenn man das in den eigenen Räumen für erforderlich und sinnvoll hält und dass dann entsprechend das auch mit dem Schulbudget geregelt werden kann. Also die Zusage gab es von Frau Dr. Düring, ihrerseits Schulverwaltungsamtsleiterin, mehrfach und ich glaube, das sollte man auch nutzen, wenn man an der Stelle Bedarf sieht. Danke. Frau Frohwiese. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte noch mal eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten abgeben. Ich habe ja vorhin deutlich gesagt, dass wir sehr dafür sind, die Schulen und die Kitas mit den Luftfilteranlagen auszustatten. Ich nehme jetzt hier auch den Bildungsbürgermeister beim Wort, der meines Erachtens in den Ausschussberatungen bisher etwas anderes gesagt hat, dass man insbesondere beim Thema Grundschulen, das ist logisch, weil auch diese Förderung, da geht es im Moment ja um die Kinder, die unter 12 Jahre alt sind, die sind zum weit überwiegenden Teil in den Grundschulen und Kitas, dass die Stadt hier doch bereit ist, Luftfilteranlagen auch von sich aus bereitzustellen. Ich denke auch nicht, dass das Aufgabe der einzelnen Schule und ihres Schulbudgets ist, das zu realisieren. Vielen Dank. Noch eine persönliche Erklärung. Herr Lichting. Ja, Herr Oberbürgermeister, eine Richtigstellung. Der Kollege Dietze war es, glaube ich, ist es Mikro, bin ich ich. Der Kollege Dietze hat behauptet, dass ich gesagt hätte, dass ich gegen die Schulpräsenzpflicht sei. Darum ging es mir nicht. Das liegt auch völlig daneben, neben der Tendenz und der Stoßrichtung meiner Rede. Mir ging es darum, Herr Dietze, und ich glaube, Sie können das verstehen, dass ich kritisiert habe, dass in der Bildungscommunity die Vorstellung, dass Schule nur sinnhaft möglich sein könnte, mit einer Schulpräsenz, dass diese Vorstellung weder erziehungswissenschaftlich noch verfassungsrechtlich richtig ist und so zwingend ist. Und dass ich einfach den Eindruck habe, dass in der Debatte Schulen auf oder Schulen zu oder Luftfilter rein oder Luftfilter raus oder welche Schutzmaßnahmen auch immer, diese Fragen eben nicht immer klar genug getrennt werden, sondern dass dort immer die Meinung ist, naja, Schule heißt Schulpräsenzpflicht, und das müssen die Kinder im Zweifel dann aushalten, weil es ist ja gut für ihre Bildung und für ihre Integration. Und diese Krise zeigt uns gerade, dass dieses alte, jahrhundertelang eingeübte Modell einfach nicht mehr trägt. Und unabhängig davon, wie das jetzt hier in der Krise jetzt weitergeht, mit Luftfiltern ja oder nein, stellt uns diese Krise vor wirklich diese sehr grundsätzlichen bildungspolitischen Fragen. Und darum ging es mir eigentlich, dieses Thema aufzureißen und vielleicht auch bei Ihnen im Kopf, der Sie ja Lehrer sind und der Sie viel besser in dieser Debatte drin sind als ich, vielleicht da ein bisschen mehr Luft zu schaffen, ein bisschen mehr Freiheit im Denken zu schaffen. Ich hoffe, dass mir das dann in Zukunft gelingen wird. So, können wir den Punkt jetzt damit bewenden lassen und weitergehen in der